Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute ein Video zum Jagdtiger dabei und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich werde einfach so viel gefragt zum Thema Jagdtiger, kannst du dazu nicht mal ein Video machen? Ich habe freundlicherweise von Wargaming einen Presseaccount zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich bei mir auf dem Hauptaccount diesen Panzer schon lange eingemottet habe und das hat Gründe. Viele wollen natürlich irgendwie, weil sie auch, denke ich, relativ viel Jagdpanzer E100 Videos auf meinem Kanal gesehen haben, also Margret, gerne den Jagdpanzer E100 sich in die Garage stellen. Und natürlich führt der Weg zum Jagdpanzer E100 über den Jagdtiger. Das ist der eine Grund und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es trotzdem, auch wenn der Panzer irgendwie in meinen Augen gar keinen Sinn macht, super viele Leute, die den gerne fahren. Ich kann das auch zum Teil verstehen, weil die Kanone ist wirklich geil. Die DPM von dem Jagdtiger ist auch geil, aber da hören die guten Nachrichten auch schon auf. Und leider ist dieser Panzer jetzt kein absoluter Trash, weil er liefert seinen Schaden, aber die Frage ist halt immer, zu welchem Preis. In meinen Augen ist das Frustrationslevel, wenn man gerne gewinnt, relativ hoch und da will ich jetzt im Weiteren kurz drauf eingehen. Vorher möchte ich euch einmal ganz kurz im Vergleich zeigen, nur mal so anhand der Werte, was habt ihr als Konkurrenz auf Tier 9 und warum sind die meisten Tier 9 TDs einfach besser geeignet und dann schauen wir uns gleich eine Session an, die ich hier gespielt habe, wo wir vielleicht auch schon rein an den Zahlen sehen können, wo denn das Problem liegt und dann werden wir natürlich auch noch in ein, zwei Runden einsteigen. So, ich habe den Jagdtiger einfach mal in den Vergleich gesetzt zum T30, zum WT auf Panzer 4, zum Objekt 263 und zum 704 und ja, ich finde alle anderen hier genannten TDs besser geeignet und sie spielen sich auch einfach angenehmer. Warum das so ist, können wir einfach mal ganz kurz durchgehen. T30, 10 Grad Gun Depression, eine gute Turmpanzerung, volldrehbarer Turm, fährt sich eher wie ein Heavy. Man hat an vielen Positionen, gerade in der derzeitigen Meta, die Möglichkeit, Halldown zu stehen und wenn euch jemand dumm kommt, dann habt ihr immerhin eine 750er Schelle, also knapp 200 Schaden mehr pro Schuss als der Jagdtiger mit seinen 560. Beim WT auf Panzer 4 gleiche Mobilität wie der Jagdtiger, aber ihr habt einen deutlich besseren Tarnwert. Ihr habt die gleiche Kanone, nur ein ganz klein bisschen weniger DPM, dafür eine schnellere Einziehzeit. Ihr habt einen volldrehbaren Turm und ihr seid halt einfach mehr sneaky unterwegs. Ihr könnt viel mehr Positionen nutzen, weil ihr nicht sofort aufgeklärt werdet und auf Panzerung braucht ihr euch sowieso nicht verlassen. Das heißt, man spielt den Panzer gleich deutlich defensiver und man muss halt auch nicht die ganze Zeit drehen. Das heißt, man kann den Panzer auch durchaus mit Scheren, Fernrohr und Tarnnetz spielen. Also so dieses klassische Oldschool-TD-Setup, wo ihr einfach euch in den Busch stellt und die Leute an euch verzweifeln lassen. Beim Jagdtiger auf Scheren, Fernrohr und Tarnnetz zu wechseln, ist ehrlich gesagt in meinen Augen keine Option. Erstens, weil der Panzer von Haus aus einen viel zu schlechten Basistarnwert hat und zweitens, weil ihr ein turmloser TD seid, der schon hin und wieder auch mal sich drehen muss, um das Ziel aufzufassen und dabei verliert dann euer Scherenfernrohr und euer Tarnnetz die Wirksamkeit. 263, warum ist der besser? Einfach mobiler und vor allem von der Panzerung her trolliger. Ihr könnt den Gegnern, also wer es mehr actionreicher liebt, einfach in die Fresse fahren und habt auch 550 Schaden, die ihr austeilen könnt. Habt natürlich nicht die DPM wie der Jagdtiger, aber dafür eine deutlich bessere Mobilität und vor allem eine viel, viel bessere Panzerung, die es euch erlaubt, dann auch einfach mal Gegner direkt ins Gesicht zu fahren, quasi im Facehack zu bearbeiten. Also wer ein bisschen mehr Action-Gameplay liebt, der hat mit diesem turmlosen TD dann sicherlich auch die bessere Wahl getroffen. Beim Objekt 704 habt ihr nochmal 10 mm mehr Durchschlag, das ist aber nur das eine. Zum anderen habt ihr 750 Schaden, genauso wie beim T30. Also das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Respektlevel. Ja? Die meisten 8er und zum Teil 9er könnt ihr mit 2 Schüssen einfach beerdigen. Beim Jagdtiger braucht ihr mindestens 3 bei den meisten Fahrzeugen, aber häufig sogar auch 4. Also da ist das 704 einfach auch von diesem Respektlevel her schon deutlich anders unterwegs. Dann kommt natürlich noch so ein bisschen dieses Mother Russia dazu. Panzerungstechnisch sind sie relativ ähnlich schwach aufgestellt. Bei beiden kann mal was bouncen, aber
ich würde mich nicht drauf verlassen. Aber wenn wir hier runter gucken, das Objekt 704 hat den höchsten Basistarnwert dieser 5 TDs. Also ihr könnt wirklich auch mit diesem Panzer sehr, sehr sneaky unterwegs sein. Und bis ihr dann mal aufgeht, da muss dann auch schon wirklich ein Light mit gutem Equipment kommen, beziehungsweise da habt ihr halt die Möglichkeit, wirklich besser euch dann zu covern. Anders als beim Jagdtiger, der hier ja nach dem T30 am schlechtesten abschneidet, wobei man, wie gesagt, beim T30 sagen muss, es ist halt auch eher ein Heavy mit einem volldrehbaren Turm, 10 Grad Gun Depression, einer guten Turmpanzerung und auch den 750 Alpha. Also meine Favoriten hier in diesem Ensemble, ganz klar T30 und Objekt 704, die fahre ich wirklich am liebsten, aber bei mir stinkt der Jagdtiger ganz, ganz hinten ab. Ein paar Gründe dafür habe ich jetzt schon genannt und wir wollen noch einmal ganz kurz auf die Panzerung schauen, die das vielleicht auch noch mal so ein bisschen verdeutlicht. Oberwanne 204 mm, da lacht euch jeder Achter mittlerweile aus. Früher war das ein bisschen was anderes. Da hatten halt viele Achter, so ähnlich wie der T54 Mod 1, so um die 180, 181 mm Durchschlag. Auch die Panzer, die Heavy-Panzer, denen ihr damals begegnet sind, wie so ein IS-6 etc., 175 mm Durchschlag, die sind an euch auch an der Wanne verzweifelt und schon erst recht am Turm, aber mittlerweile ist es halt so, dass so der Standarddurchschlag auf Tier 8 um die 210, 212, würde ich sagen, schon liegt, also auch auf einer Stufe niedriger, keine Probleme hier die Oberwanne zu durchschlagen, Unterwanne sowieso totaler Trash mit 160 mm und auch hier die beiden Superstructure-Seiten neben der Kanone, 255 mm, 255 mm, da kommen die meisten Achter mit Premium-Munition locker durch, die Neuner sowieso und ja, Zehner erst recht. Nur um die Kanonenblende, die ist relativ hart, aber da jeder, der den Jagdtiger so ein bisschen kennt, der schießt da auch gar nicht mehr drauf. Ansonsten riesen Seitenprofil, ihr seht das hier, also auch hier überhaupt gar keine Probleme, den Panzer zu durchschlagen. Bis vor dem letzten Patch sind EBR 105 Fahrer sogar noch mit HE easy durch die Seite durchgekommen, aber das hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile erledigt. Trotzdem ist dieser Panzer rein von der Panzerungsdichte her absoluter Trash. Und da muss man dann halt auch gucken, ja, DPM ganz nice, aber wie gesagt, wenn ich sowieso so eine mega schlechte Panzerung habe, wo selten mal was bounced, dann kann ich eigentlich auch gleich den WT auf Panzer 4 fahren. Bei ähnlicher DPM, bei gleicher Kanone, bei besserer Einziehzeit, bei höherem Tarnwert und ich habe noch den Luxus eines volldrehbaren Turms. Ich habe jetzt heute 4 Gefechte gespielt und die sind auch wirklich gar nicht schlecht gelaufen. Ich meine, ich habe hier eine Wertung von knapp 10.000 gefahren, in den 4 Gefechten einen Durchschnittsschaden von knapp 4.000 und nochmal 514 Unterstützungsschaden. Also alles in allem knapp 4.500 kombinierter Schaden auf die 4 Runden und trotzdem habe ich nur eine Runde davon gewonnen und 3 verloren. Und das ist eine Sache, die wird euch relativ häufig in dem Jagdtiger passieren. Gerade wenn ihr in so 9er, 10er Battles landet, wie mir das jetzt passiert ist. Also ich war, glaube ich, bis auf eine Runde nur in 10er Battles. Und da ist es dann so, dass ihr halt sehr limitiert seid in eurer Positionswahl. Wenn ihr nach vorne fahrt, den Panzer aggressiv fahren wollt, dann werdet ihr ruckzuck gedauertrackt. Oder die Leute hämmern euch einfach gnadenlos durch die Oberwanne durch. Also aggressiv fahren mit dem Panzer fällt eigentlich aus, es sei denn, es ist so eine Late-Game-Situation und ihr habt noch genug HP und verlasst euch voll auf die DPM. Das kann man machen, aber am Anfang einer Runde irgendwo in eine aggressive Position fahren, gerade in Zeiten, wo ihr sehr viele Conquerors, Emils habt, also viele Panzer mit Gun Depression. Ich denke da an den AI Phase 1, ich denke da an den Concept 1B, E50, es sind so viele Panzer, die halt eine gute Turmpanzerung, eine gute Gun Depression haben, die euch einfach gnadenlos an den aggressiven Positionen ausziehen. Das, was dann die meisten machen, ist natürlich Snipen, aber beim Snipen ist halt das große Problem, dass irgendjemand für euch spotten muss und dass ihr meistens wichtige Positionen, da wo die Skillplayer dann fighten mit ihren metatauglichen Fahrzeugen, dass ihr an diesen Positionen nicht zum Einsatz kommt. Bedeutet dann auf der anderen Seite, dass eure Kanone häufig erst dann wirkt, wenn eure
Verbündeten schon sehr viel AP gelassen haben oder im Prinzip eine Position verloren haben. Also ihr könnt niemals da, wo es gerade brennt, wirklich zum Einsatz kommen. Auf ganz, ganz wenigen Karten ist das möglich. Ich habe jetzt heute gespielt Prokhorovka, ich habe heute gespielt Tundra, wir haben El Aluf gespielt und wir haben Klippe gespielt und drei Karten davon sind natürlich so designt, dass ihr schon recht aggressiv fahren müsst, wenn ihr irgendwie um die wichtigen Positionen fighten wollt. Und davon gibt es ja noch eine ganze Menge mehr an Karten. Also wie gesagt, die Runden sind so gelaufen. Wir können es uns jetzt auch nochmal ganz kurz anschauen. Also wir haben eigentlich bei den meisten Runden den Top-Damage gemacht. Tundra zum Beispiel, das war ein 9er-8er-Battle, 4000 Schaden, trotzdem verloren, weil wir nicht um den Hügel mitfighten konnten. Gucken wir uns gleich auch nochmal Ausschnitte an. Also hier war auf jeden Fall schon eigentlich ein guter Fight, nur das Problem ist, wie gesagt, ihr könnt halt nicht um den Hügel mitfighten. Die zweite Runde war Klippe. Da muss man sagen, ist das Gegnerteam sehr hart in uns reingejodelt und wir konnten deswegen bisschen Schaden farmen. Gucken wir uns gleich auch nochmal ganz kurz an. Hier sind wir immerhin Zweiter an Schaden geworden. Prokhorovka gucken wir uns nicht an. Typisches Einserlinien-Gekämpfe. Unser Team hat einigermaßen gut gespottet. Wir haben 4200 Schaden gemacht, Top Damage, aber zum Schluss wurde einfach weiter gekämpft. Ich habe dann versucht vorzufahren, hat nichts gebracht. Der T-110E4 hat mich dann rausgenommen mit zwei Schüssen. Ärgerlich gelaufen. Wir wurden dabei angezündet und die vierte Runde war El Aluf. Auch hier haben wir Top Damage in der Runde gemacht, aber den Schaden konnten wir erst machen, als unsere Verbündeten quasi schon tot war. Auch da werden wir gleich nochmal kurz reinschauen. Ja, wir starten hier mitten in der Runde. Es steht schon 4-7. Ich bin am Anfang gleich auf diese Position gefahren. Warum? Weil ich ehrlich gesagt zum Hügel nicht hochfahren brauche. Vor allem ist das Klassische passiert. Zenlag, Leopard, PTA und Co. haben da die Auffahrt zum Hügel von der Seite abgeaimt und auch abgefarmt. Also da haben wir auch schon den Patriot quasi bei verloren. Das ist so Standardmanöver. Bis jetzt konnte ich erst einen Schuss auf die Torte bringen. Ich will euch diesen Jagdtiger auch gar nicht jetzt irgendwie schlecht oder madig reden. Wer ihn liebt, soll ihn auch gerne weiterlieben. Ich persönlich möchte nur die Leute, die quasi auf dem Weg zum Jagdpanzer EN-100 sind, denen so ein bisschen mitgeben, was sie zu erwarten haben. Wie gesagt, die Kanone und die DPM, das ist wirklich hervorragend. Und die Kanone, die trifft auch wirklich gut. Anders ist es gar nicht zu erklären, dass ich jetzt solche Schadenswerte gefahren bin. Nur das Problem ist, wie gesagt, die Spielweise oder so dieses Ohnmachtsgefühl, was man mit dieser Art von Panzer hat. Ultra langsam, ultra krasser Klotzkoffer und dann keine Panzerung. Da verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum Wargaming nicht lange schon mal darüber nachgedacht hat, einfach dem Jagdtiger auch mal ein bisschen Panzerung zu geben, damit er spielbarer wird. Ich denke, viele Leute würden durchaus 100 oder 200 Schadenspunkte pro Minute tauschen gegen eine verlässliche Wannenpanzerung, zumindest dass er frontal agieren kann, weil er ja letztendlich auch hier gegen Gegner kämpft, die eigentlich gar nicht aus seiner Epoche, aus seiner Ära stammen. Wir haben jetzt hier 1700 Schaden gemacht, die Runde ist eigentlich schon verloren. Wir haben keine Kontrolle über den Hügel. Unser Team ist oben durch den Norden gekracht. Auf der 1er-2er-Linie ist da jetzt auch in so ein Vierer-Camp von TDs reingefahren. Also von daher auch da schwierig. Jetzt haben wir hier so eine Torte vor uns. Auch die im Übrigen in meinen Augen besser. Einfach weil bessere Panzerung, noch bessere DPM als der Jagdtiger. Da können wir jetzt versuchen, vielleicht einen Schuss drauf zu kriegen. Aber so DPM-mäßig sollte man sich nicht mit einer Torte anlegen. Und sich schon gar nicht vor die Torte stellen. Wir schießen jetzt hier auch gerade APC auf die Torte. Und das ist auch kein sicherer Pen. 6-10. Also wie gesagt, so das sind so. Man findet sich halt einfach so häufig wieder, weil man nicht sofort draufgehen möchte. Und weil man halt diese aggressiven Positionen nicht angehen kann. Immer so häufig wieder in so einer 1 gegen 3, 1 gegen 2 Situation, die dann einfach stinkt. Ich habe jetzt gedacht, okay, komm, nutzen wir die Zeit und pushen die Torte, weil sie eh gerade abgelenkt war.
Das war jetzt ein fairer Schuss von dem WT auf Panzer 4, der übrigens da oben mit der 15 cm Kanone steht. Also das hat richtig weh getan. Aber so ein Jagdtiger ist natürlich auch ein angenehmes Ziel. Das klatscht mal richtig. So, und jetzt habe ich eigentlich hinter mir einen Senlak. Oben auf dem Hügel habe ich einen WT auf Panzer 4 und hinter mir einen AE Phase 1. Das war's dann wohl. Und da, das ist halt so eine Sache, das unterschätzen viele auch mit anderen Panzern. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz ausführen, ja. Es gibt so viele, die mir immer wieder schreiben, ey Maus, wie kann das sein? Ich habe schon wieder Top-Damage gemacht, ich mache die ganze Zeit Top-Damage. Warum verliere ich? Weil die Qualität des Schadens ein anderer ist. Wenn der Schaden dabei entsteht, wichtige Positionen zu beziehen, beziehungsweise wichtige Positionen für das Team zu erobern, dann ist das qualitativ ein ganz, ganz anderer Schaden als Schaden, der entsteht, wenn euer Team ohnehin schon wie so ein Domino-Spielsystem zusammenbricht. Ja, dann könnt ihr vielleicht hinten raus noch ein bisschen Schaden farmen aufgrund der guten Kanone, aufgrund der DPM und weil ihr vielleicht auch eure HP bis zum Schluss aufgespart habt oder weil andere dann noch gejodelt werden, während ihr damit reinfarmen könnt. Aber diese Qualität ist halt eine ganz, ganz andere. Und das ist eine Sache, wie gesagt, die verstehen ganz, ganz viele Leute nicht, dass es schön und gut ist, wenn ihr hinten raus dann auf Kosten eures Teams noch den Schaden macht und euch dann darüber ärgert, dass ihr schon wieder den Top-Damage gemacht habt und trotzdem verliert. Wie gesagt, das ist dann häufig so, wie jetzt eben gerade die Runde auf Tundra gesehen. Das ist dann Schaden, der eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr zum Ausgang des Matches macht, weil der Schaden einfach viel zu spät entsteht, ihr schon ein extrem hohes Defizit an Strukturpunkten im Team habt gegenüber dem Gegnerteam und wie gesagt, weil auch meistens schon dann genug Kanonen und starke Panzer aus eurem Team raus sind, dass ihr zwar, wie gesagt, dann noch den Schaden macht, das sieht hinten raus im Ergebnis ganz gut aus, aber es hat halt eigentlich keine Rolle zum Ausgang des Gefechtes gespielt. In ganz seltenen Fällen schafft man dann vielleicht sogar nochmal so ein Comeback in Form von, ja, einem Kolobanov oder was auch immer, aber in der Regel, in, würde ich sagen, 95% der Fälle spielt dieser Schaden dann einfach keine Rolle mehr. Also es ist ganz, ganz schwierig, mit dem Jagdtiger wirklich wichtige Positionen zu besetzen oder an wichtigen Positionen zu unterstützen. Jetzt hier zum Beispiel in dem Fall hatte ich kurz überlegt, ob ich oben auf die A5-Position fahre, aber da sind dann schon Forsch B und T110E4 hingefahren. Ich stehe jetzt hier also quasi so ein bisschen auf dem Präsentierteller und da sollte ich mich auch ganz schnell von verabschieden. Kassiert jetzt hier auch schon vom IS-3, vom Progetto, also schon gut getankt. Und auch wenn ihr jetzt mal ganz kurz darauf schaut, also no front oder so, aber es ist schon so, dass der Großteil der 9er und 10er Fahrer, ich denke auch berechtigterweise, schon viel Premium-Munition dabei haben, gerade wenn sie dann im 10er-Bereich sind. Und wenn die dann mit dieser Premium-Munition auf euch schießen, dann braucht ihr euch nicht einbilden, dass eure Panzerung irgendwas hergibt. Wie gesagt, ich habe jetzt ja hier auch auf APCR gewechselt, weil mir da eine Maus entgegenkommt. Also damit müsst ihr einfach leben und für mich ist das auch überhaupt gar kein Problem und auch kein Stress. Aber so diese Kombination ist halt für den Jagdtiger, gerade für den Jagdtiger, der auch nicht irgendwie anders als bei zum Beispiel einem Concept 1B oder einem AE Phase 1, die sind schon so ein bisschen um diese Durchschlagskräfte der Premium-Munition herum gebalanced, ja, aber der Jagdtiger ist halt noch so ein Panzer alter Schule. Auch beim E50 und beim E75 wurde das in der Zwischenzeit angepasst, bei vielen anderen deutschen Panzern. Der Jagdtiger, vielleicht ist dieses Video von mir auch so eine Art kleiner Hilferuf an Wargaming, ey Mann, ihr müsst auf jeden Fall was machen mit dem Jagdtiger. Diese Kanone gepaart mit der DPM bringt mir herzlich wenig, wenn ich einfach nur die ganze Zeit als HP-Pinata durch die Gegend fahre oder zum Schluss quasi auf Kosten meines Teams Schaden mache. Hier haben wir jetzt, möchte ich sagen, relativ wichtigen Schaden gemacht. Unbeabsichtigt, aber er war relativ wichtig, einfach aus dem Grunde, dass wir diesen Push in den Donut vom Gegnerteam unterbunden haben und weil wir hier geholfen haben, dass quasi
das gegnerische Team uns nicht komplett überrennt. Das war es jetzt aber auch schon mit Schaden. Ich habe genug HP liegen lassen, musste quasi auch gut HP eintauschen. Und wenn jetzt noch mehr Leute mich getroffen hätten, dann oder der SCB-1, dieser eine Schuss, der gebounced ist vom SCB-1, wenn der durchschlagen hätte, dann wären wir an dieser Stelle auch schon früher raus gewesen aus der Runde. Also man sieht dann auch, was passiert, wenn man an ungünstiger Position steht oder wenn man dann in der Anfahrt auf seine Position gespottet wird. Auch das führt wieder dazu, dass man eher in der nächsten Runde noch ein bisschen passiver an die Sache rangeht und dann halt wieder nur den vermeintlich nutzlosen Schaden macht. Ja, und um das Ganze jetzt zum Abschluss zu bringen, habe ich noch die letzte Runde, die ich heute gespielt habe, für euch dabei im Jagdtiger auf El Aluf. Wir sind wieder in einem Zehnergefecht unterwegs und ich möchte, dass ihr bei diesem Replay vielleicht einfach selber nochmal so ein bisschen überlegt, okay, was sind denn jetzt hier so eigentlich die Optionen, die der Panzer einem bietet? Was hätte man vielleicht noch anders spielen können? Mit einem Jagdpanzer eher am 100, also der großen Schwester vom Jagdtiger, da wäre ich jetzt ganz klar hinten A2 hingefahren. Da ist aber auch ein wahnsinniger Qualitätsunterschied, weil sich dann viele fragen, okay, du findest den Jagdtiger voll scheiße, warum findest du den Jagdpanzer EN-100 gut? Erstmal, weil der Jagdpanzer EN-100 eine tendenziell bessere Panzerung hat. Die ist zuverlässiger, die kann hier und da auch mal Premium-Munition bouncen und vor allem gibt es eigentlich bis auf den FV-4005 kein Fahrzeug in World of Tanks, was sich quasi mit dem Trade messen kann. Bedeutet, dass ihr euch in jeder Lebenslage eigentlich im Zweifel mit dem Jagdpanzer EN-100 einen fangen könnt und dafür einen austeilt und eigentlich immer besser tradet. Ja? Das ist halt auch nochmal so ein krasser Qualitätsunterschied und wie gesagt, die Chancen, dass ihr dann mit dem Jagdpanzer EN-100 auch mal was bounced, sind gar nicht so verkehrt. Ihr habt zusätzlich auch noch den höchsten Standarddurchschlag im Game mit der 420er Heat. Auch das ist eine Situation, wenn dann plötzlich so ein IS-7 vor euch Halldown steht, ja, wirklich, oder ein Objekt 277 oder ein 705 Alpha oder sonst was. Ja, mit dem Jagdtiger habt ihr auf der Premium-Munition 352 Durchschlag, ist ganz okay, ist aber APCR, das heißt auf Distanz verliert APCR natürlich auch sehr schnell an Durchschlagskraft. Man hat, wenn der Schuss dann eintrifft, immer noch mehr Durchschlagskraft als jetzt auf der AP. Also wir werden nie unter 276 Durchschlagskraft landen bei der APCR. Aber bei Heat, die der Jagdpanzer EN-100 verschießt, verliert das Geschoss gar keine Durchschlagskraft. Also ihr bleibt auch beim auf 400 Meter beim Einschlag ins Ziel bei 420 mm Durchschlagskraft. Und ihr könnt den russischen Heavys zum Beispiel einfach durch den Turm schreddern. Das kann sonst kein anderer Panzer, vielleicht noch das Objekt 268 mit Heat, das sind so die einzigen beiden und der chinesische TD, aber Margret hat halt mit 420 Durchschlag den höchsten Premium-Durchschlag im Game. Und das sind halt so qualitative Unterschiede. Mal ganz davon abgesehen, dass unser Jagdpanzer EN-100 jetzt hier gerade AFK ist, was unser Team jetzt nicht gerade in eine Vorteilssituation bringt. Auf der anderen Seite der FV-4005 im Gegnerteam, der ist auch so ein bisschen out of battle. Ich habe jetzt hier anhand der Minimap geguckt, dass ich ungefähr erkenne, von wo der WT schießt und habe zumindest mal einen Schuss getroffen. Wir hätten jetzt, wie gesagt, Einsatz-Zweierlinie mit hinfahren können, aber da stehen dann immer die Halldown-Gegner, auch der neue Stritzwan K ist euch da überlegen. Im Prinzip ist euch da alles überlegen, was Gun Depression und eine Turmpanzerung hat. Das heißt, dahin zu fahren bedeutet auch recht schnell, seine AP los zu sein. Wäre es eine Option gewesen, jetzt hier irgendwie noch in den südlicheren Bereich zu fahren? Nein, weil da werdet ihr grundsätzlich gespottet und kassiert dann auch. Das heißt, eigentlich für den Jagdtiger ist am Anfang so einer Runde die einzige wirklich brauchbare Option, hier hinten zu stehen. Oder im Prinzip, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr spielerisch einfach besser seid als die anderen, dann kann man durchaus hinten A2 B2 hinfahren und auf seine Chancen hoffen, aber seid euch sicher, dass im Gegnerteam die Arti auch Danke sagen wird, wenn ihr da irgendwo auftaucht und vor allem müsst ihr halt auch immer aufpassen, selbst wenn ihr eine gute Rap-Crew drauf habt, wenn ihr in
ja, 9er und 10er Mediums reinkracht. Die tracken euch einmal, gute Spieler warten dann, bis ihr das Rap-Kit gezogen habt, dann tracken sie euch nochmal, dann seid ihr das Rap-Kit los und dann seid ihr in der Regel eigentlich auch den Panzer los. In manchen Situationen müssen sie euch nicht mal tracken, weil sie euch einfach völlig ungeniert die ganze Zeit durch die Superstructure schießen können, ohne dass ihr darauf antworten könnt oder in die Seite oder, yada, yada, yada. Also, wie gesagt, man ist sehr limitiert mit der Positionswahl, mit den Einsatzmöglichkeiten des Jagdtigers und dann kommt es leider häufig dazu. Ich meine, ihr seht jetzt 4-0, ihr kennt das Ergebnis schon, wir verlieren diese Runde noch, einfach weil wir nicht so großartig jetzt hier auf das Gefecht Einfluss nehmen können, weil unser Jagdpanzer EH-100 natürlich aber auch AFK ist, klar. Wir liegen jetzt schon HP-technisch quasi zurück. Und jetzt kommen auch noch Sachen. Es kommen dann natürlich trotz dieser geilen Kanone auch immer noch Sachen wie RNG dazu oder so Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, das war jetzt nicht zu erwarten. Zum Beispiel habe ich jetzt niemals erwartet, dass der Leopard 1 da das Objekt 140 wegkracht. Wir haben 1200 Meter Shell Velocity auf der AP-Munition. Aber es ist halt auch ultra schwer, hier die Gegner zu treffen, weil man nicht weiß, okay, über welchen Stein hopsen sie jetzt als nächstes. Da kommt der nächste reingekracht, der Char Futur. Jetzt habe ich überlegt, da kurz zu schießen, habe den Schuss zurückgehalten. Auch da fällt er jetzt wieder runter. Also das ist jetzt natürlich dann auch nochmal ein bisschen ärgerlich. Da kommt dann dazu, dass man das nicht wirklich einschätzen kann. Plus RNG auch noch dazu. Also erst der letzte Schuss hat jetzt hier getroffen, dann hätten wir sogar vielleicht noch das Objekt 140 retten können. Aber aufgrund meines schlechten Aimings, des RNGs und natürlich auch so ein bisschen der Unvorhersehbarkeit, über welchen Stein sie da als nächstes purzeln, haben wir es jetzt hier leider nicht geschafft, da noch irgendwie helfend mit einzugreifen. So, und wir wechseln hier die ganze Zeit irgendwie so von A nach B. Da kommt jetzt mal so ein 704 um die Ecke gefahren, 516 Schaden, ja, er kann nochmal abbiegen, hat ihn jetzt nicht groß gejuckt. So, und ich denke, hier wird dann schon so ein bisschen dieses Dilemma auch klar, in dem man dann steckt. Man muss jetzt so gucken, hinter uns könnte jetzt gleich der Type 61 rumkommen. Ich habe am Anfang halt auch viel versucht, blind zu schießen, weil wir doch eine ganze Menge TDs in der Runde hatten. Aber man kann jetzt auch nicht einfach da runterfahren und dann den Type 61 angehen, weil man wahrscheinlich schon in der Anfahrt gespottet wird und weil ja, versierte Medium-Fahrer euch dann auch einfach ausmanövrieren, ne? Oder im Zweifel sich einen Schuss fangen und dann an euch vorbei sind. Mitdrehen könnt ihr nicht. Also es, je dichter ihr die Gegner im Jagdtiger an euch rankommen lasst, umso größer werden eigentlich eure Probleme, weil ihr jetzt halt auch nicht diese Wendegeschwindigkeit habt und weil es auch noch relativ einfach ist, den Panzer zu tracken. Ja, für diejenigen, die jetzt sich quasi gefragt haben, okay, was kann der Jagdtiger? Ich denke, wir haben die Stärken nochmal gezeigt. Also wie gesagt, die Kanone, die Zuverlässigkeit der Kanone, die DPM und 390 Meter Basissichtweite. Auch das will ich hier nicht unter den Tisch kehren. Auch das ist ziemlich gut. Die Schwächen, turmloser TD, sehr, sehr schlechte Panzerung, extrem unmobil und ein super schlechter Tarnwert. Also das sind Schwächen, die halt in den meisten Situationen in World of Tanks oder auf den meisten Karten ja schon dazu führen, dass der Panzer zwar irgendwie schon auf seinen Schaden kommt, aber halt zu welchem Preis und an welcher Stelle. Auch jetzt, wir lagen 4-0 vorne. Ist halt schön, dass wir jetzt auch schon 2600 Schaden gemacht haben. Aber grundsätzlich, jetzt ist der Jagdpanzer eher ein 100 Mal aufgewacht und ich hatte schon irgendwie die Hoffnung, wenn die Gegner jetzt irgendwie blöd in euch reinkrachen, so wie zum Beispiel jetzt das 704, ja, das sind dann Situationen, da kann man dann auch noch von seiner TD-Position tatsächlich hoffen, dass man die Runde noch gedreht bekommt. Wenn die Gegner aber anfangen, schlau zu spielen, so wie der Stritzwan K zum Beispiel, der hier erstmal blind in die Position reinschießt, uns dabei auch noch trifft und dann jetzt auch nicht so blöd dem 704 hinterher dackelt, sondern andersrum fährt. Oder der Type 61, der es von der anderen Seite versucht, uns hier an den Kragen zu gehen. T30 fehlt ja auch noch. Der wird sicherlich dann auch bald aufschlagen mit seinem drehbaren Turm. Da unten ist er auch schon. Also
da steckt man dann in so Situationen, wo man dann im Prinzip auf die Inkompetenz der Gegner hoffen muss. Und das ist ja auch sowas, kein guter Spieler möchte sich darauf verlassen, dass die Gegner schon irgendwie so blöd sind, freiwillig in die Kanonen reinzufahren. Das funktioniert auf den Stufen 5 und 6 häufig. Das sieht man ja auch dann, dass auch viele Spieler so diesen Transfer vom Low-Tier-TD-Fahren zum Top-Tier-TD-Fahren auch nicht hinkriegen, weil es halt, wie gesagt, auf den Stufen 4, 5 und 6 durchaus gerne und häufig passiert, dass die Leute einfach freiwillig von selbst in eure Kanone reinfahren und sich das dann erübrigt. Aber auf den Stufen 9 und 10, da ist es mitnichten so, dass da nur HP-Pinatas durch die Gegend fahren und sich alle freiwillig wasten. Sondern da kriegt ihr dann vielleicht mal von einem unaufmerksamen Panzer, wie zum Beispiel dem 704, der hier sehr bereitwillig in jetzt schon zwei Situationen seine HP gestiftet hat, die Möglichkeit, dass er euch vors Rohr fährt. Aber wenn ihr dann so zwei, drei Leute habt, die dann auch noch in Mediums oder Heavys sitzen, dann habt ihr halt schon arge Probleme. Type 61 hat uns jetzt hier nochmal Proxy gespottet. Ich traue mich jetzt hier nicht rückwärts zu fahren, weil ich der Meinung bin, dass hier gegenüber noch der FV steht. Jetzt kommt von hinten der T30. Ich muss drehen. Ich schaffe es gar nicht rechtzeitig zu drehen. Mein Schuss trifft leider nicht mal seinen Turm. Der TNH ist nicht in Position, um mir zu helfen. Und jetzt muss ich hoffen, dass mir der WT zur Hilfe kommt und dass wir dann vielleicht gemeinsam den T30 angehen können. Die Artischelle habe ich mir gefangen und auch hier ist jetzt eigentlich so, dass man sagen kann, ja, Runde ist gelaufen. Wenn der TNH jetzt da hinten nicht runterfahren würde, sondern sich so hingestellt hätte, dass er hier mit reinwirken kann, dann hätten wir vielleicht sogar auch noch den T30 rausnehmen können. Hätte, 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 hätte. So, leider ist der WT jetzt auch geplatzt. Wir können noch einen Schuss auf den T30 machen. Aber das sind halt alles keine Schüsse, die noch irgendwie wichtig sind für den Ausgang der Runde. Soll nicht heißen, dass man natürlich nicht auch mit einem Jagdtiger mal eine Runde mit 6.000, 7.000 Schaden haben kann. Oder wenn man Top-Tier ist gegen 8er und 7er, dass man da nicht durchaus auch mal aggressiv carryen kann. Alles keine Frage. Aber ich würde sagen, das hier waren schon ganz gute Einblicke in so die durchschnittlichen Runden, wo man durchaus über die 3.000 Schaden sehr, sehr easy kommt mit dem Jagdtiger. Aber wie gesagt, man sich dann auch immer fragen muss, wann ist der Schaden entstanden? Wie ist der Schaden entstanden? War er qualitativ noch irgendwie zum Ausgang der Runde beitragend oder eben nicht? Das ist mein Fazit zum Jagdtiger. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mir folgen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele es auf der einen Seite nicht wahrhaben wollen und es auch genug Leute gibt, die nicht meiner Meinung sind. Aber es hat schon auch seine Gründe, warum gerade die sehr starken Spieler nicht unbedingt auf den Jagdtiger zurückgreifen, wenn sie Bock haben, ein bisschen World of Tanks zu carryen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und ich werde versuchen, mit dem Account, den ich hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt habe, auch in Zukunft noch ein paar andere Panzer, die auf meinem Kanal seltener zu sehen waren oder noch gar nicht, wie Objekt 263, KV4, SD1, das sind alles so Panzer, die habe ich auf meinem Kanal, beziehungsweise auf meinem Account nicht und auch ehrlich gesagt nicht vor, mir die in die Garage zu stellen. Und deswegen kann ich jetzt hier den Account ganz gut nutzen, um euch auch nochmal so ein paar Panzer vorzustellen, nach denen immer mal wieder gefragt wird. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.